Hallo und herzlich willkommen wieder mal hier auf Mazes Clash Channel. Es wird immer schwieriger, auf Rathaus 9 3 Sterne zu bekommen. Supercell geht immer mehr in Richtung hybride Angriffe und wir wurden erst letzten von Retaliation, einem Level 8er Clan, belehrt, wie es denn so richtig geht. Sie haben bei uns wirklich alle Rathaus 9er G3 Sternt. Es war wirklich eine super Leistung. Bei manchen Angriffen hatten wir aber so das Gefühl, dass es da vielleicht nicht mit ganz so rechten Dingen zugegangen ist. Trotzdem werde ich euch diesen Clan-Krieg Review präsentieren und diesmal gibt es wirklich nur Angriffe von Retaliation auf uns und zwar massig 3-Stern-Angriffe. Ich würde dann mal sagen, ich fange auch gleich mal an mit dem ersten Angriff hier von der gegnerischen Numero. Mal schauen. Ich glaube, von der gegnerischen Nummer 7 Julian auf unsere Nummer 7 auf Joker. Wir sehen schon, er hat schon Level 10er Mauern, ansonsten alles Level 9er Mauern. Eigentlich eine recht hübsche und ansehnliche Base, würde ich sagen. Und Julian hat sich hier für einen Gohawk entschieden, hat aber nur 16 Schweinereiter dabei. Dafür auch noch ein paar Hexen und natürlich auch Magier und ein paar Riesen. Mit Erdbebenzaubern hat er hier in der Mitte den Weg aufgemacht, hat aber, glaube ich, nicht ganz den unteren Bereich getroffen. Den hätte er auch noch gerne aufgehabt, die paar Mauern da um den Mörser. Aber nichtsdestotrotz hindert ihn das nicht daran, hier reinzukommen. Er öffnet von unten her den Weg, um damit seinen Golems, der Level 22er Königin und seinem Level 20er König, ein paar Magiern und den Hexen von unten reinzukommen. Und ein Packer aus der Clanburg. Sehr interessante Kombination. Ein Wutzauber hat er auch noch übrig. Ihm bleibt im Endeffekt jetzt nur noch ein einziger Heilzauber für die ganzen Schweinereiter. Die Truppen haben sich da auch ihren Weg durch die nicht geöffnete Mauer durchgebahnt und sind jetzt schon in der Mitte und haben eigentlich schon relativ viel Prozente geholt, obwohl es nur relativ wenige Truppen sind. Es sind schon fast 40% und jetzt fängt Julian an, hier von rechts oben immer einen Riesen präzise zu setzen, der die Verteidigungen ablenkt und dann die Schweine, die hinterher reiten und die Verteidigungen dann angreifen. Die Golems sind noch da, der links lebt noch genauso wie die Königin. Die Schweine reiten hier jetzt in die Mitte rein. Der einzige und letzte verbliebene Heilzauber wird hier geworfen. Vorher haben die Golems, wie ihr hier sehen könnt, schon die Doppelriesenbomben zerstört. Das war anscheinend Sinn und Zweck der Sache. Ich wusste aber, ich würde jetzt nicht wissen, wie er da gewusst hat, dass da die Doppelriesenbomben sitzen. Also da seht ihr schon so ein paar Ungereimtheiten. Und jetzt ist es eigentlich nur noch Clean-Up. Königin lebt immer noch, ein paar Schweine sind noch da, oben noch ein Riese und ein paar Magier, die da noch cleanen. Und es sieht nach richtig einfachen 3 Sternen aus, muss aber, glaube ich, wirklich, wirklich lange geübt werden. Der nächste Angriff ist auch wiederum ein 3-Stern-Angriff. Hier unten, diesmal etwas weiter unten, von der Nummer 9 Hustler oder Hassler auf Harmontor. Der eine ziemlich verwirrende Base hier hat. Da ist es, glaube ich, für die meisten Angreifer schwierig, sich da eine Taktik auszumalen, wie sie denn diese Base angreifen. Und Hustler fängt hier an von links unten mit 1, 2, 3 Golems sogar, einer Level 25er Königin und ein paar Magiern, genauso wie mit dem Level 20er König, die Clanburg zu ziehen und hier reinzulaufen. Der Sprungzauber öffnet hier das Feld in die Mitte, was praktisch vorher der Erdbebenzauber gemacht hat, das macht hier der Sprungzauber. Ist auch sehr, sehr präzise hier in der Mitte gelandet. Er öffnet den Weg links zum Bogiturm, genauso wie den Weg in die Mitte rein, weiter zu den X-Bögen. Die Golems tanken hier, König und Königin sind noch da, die Magier sind eigentlich schon alle down und die gegnerische Clanburg wurde auch schon besiegt, genauso wie die gegnerische Königin. Und jetzt kommen von rechts die Schweine, diesmal hat Hassler ein paar mehr Schweine dabei und auch ein paar mehr Zauber sind natürlich noch übrig geblieben. Mit 3 Heilzaubern hält er hier seine Schweine am Leben und die Schweine rotieren jetzt gegen den Uhrzeigersinn von rechts herum.
werden sie nach und nach gesetzt. Links unten der eine Golem tankt dann noch vor der Queen, die gerade noch das Rathaus snipet. Und der zweite Heilzauber trifft hier wirklich alle Schweine sehr, sehr schön. Und der dritte wird dann noch auf die restlichen Verteidigungen draufgeworfen, dass die gegnerischen Verteidigungen überhaupt gar keine Chance haben, hier auch nur in irgendeiner Art und Weise den Schweinen zu schaden. Und wir sehen schon, jetzt sind schon wieder alle Verteidigungen gecleant worden. Es sind noch massig Schweine da. Es ist sogar noch ein kleiner Golem da. Die Königin hat noch nicht einmal ihre Fähigkeit gezündet. Und die ganzen anderen Truppen außen herum cleanen jetzt. Und ihr seht eine riesige Masse an Truppen, die da noch da sind und überhaupt gar kein Problem haben, diese mit Level 9er Mauern bestückte Base in 3 Sternen zu zerlegen. Dann greift genau derselbe nochmal unsere Nummer 9 an, Schlumpf, der hier auch mit einer schon relativ weit ausgebauten Rathaus 9er Base hier aufwartet, und von unten kommt er hier mit Golems und mit ein paar Magiern. Ein, ja, ich würde sagen, schon gravierender Nachteil von Schlumpf Base ist hier, dass man mit einem einzigen Sprungzauber mit in die Mitte hineinkommt und dadurch an die Königin herankommt, genauso wie an den Kern von seiner Base. Die Drachen und eine Walküre kommen hier aus der Clanburg heraus. König und Königin wieder mal auf relativ hohem Level, 20 und 25, nehmen sich hier der Clanburg an und springen in die Mitte rein. Genauso wie die Golems, die davor noch tanken. Der Drache hatte keine Chance, und eine wirklich sehr, sehr präzise Setzung jetzt hier. Immer von einem Riesen und anschließend ein paar Schweinereitern hinterher. Ist schon ziemlich gut gemacht. Der Riese ist schon Geschichte, aber die Schweine werden jetzt praktisch so reihenweise auch wieder gegen den Uhrzeigersinn gesetzt. Ein Riese, der wieder ablenkt, die Schweine, die wieder hinterherlaufen, und dann drehen sie gegen den Uhrzeigersinn ihre Runden. Die Heilzauber sind auch genauso gesetzt, dass die Schweine dann sich immer wieder treffen und dann genau in die Heilzauber hineinlaufen. Also ziemlich gut gemacht, und wir sehen jetzt, es bleibt nur noch eine Luftabwehr, ein Mörser, ein Magierturm übrig. Und die sind jetzt auch schon gleich wieder Geschichte. In der Mitte sind noch ein paar Bogis am Rathaus und eine riesige Masse an Schweinen, die sich jetzt in Richtung vom Rathaus gemacht hat. Und wir beschleunigen das Ganze wieder und sehen, dass es wieder nur Cleanup ist. Außen noch ein paar Magier gesetzt. Und der letzte Heilzauber wird sogar noch demonstrativ hingeworfen. Und den hat er gar nicht gebraucht. Also da sehen wir schon, wie einfach es manchmal ist, eine eigentlich doch eher schwierig aussehende Rathaus 9er Base zu 3 Sternen. Mit jeder anderen Taktik wäre das sicherlich nicht so einfach gegangen, und wir sind uns da nicht ganz einer Meinung, wie denn das so in dem Clankrieg vonstatten gegangen ist. Die Gegner waren Level 8, sie haben ziemlich gute Angriffe gezeigt, aber wie vorhin schon erwähnt, war das teilweise wirklich etwas... ja, wir haben uns wirklich gedacht, dass so gute Angriffe auf den ersten Angriff, das kann eigentlich nicht so wirklich sein. Und ihr werdet später noch merken, in der Statistik, dass es wirklich sehr, nicht so astrein aussieht, was die da so gemacht haben. Aber erstmal springen wir zum nächsten Angriff von der Nummer 5, Markus gegen unsere Nummer 6, gegen Elbmacht. Hier wieder mal starke Helden von oben rein. Ein Wutzauber, der die ganzen Truppen von oben beschleunigt. Clanburg wird wieder ganz klassisch rausgezogen. Mit einem Giftzauber besiegt. Es ist bei uns meistens ein Drache und ein Loon drinnen. Aber das kann natürlich immer von Spieler zu Spieler variieren. Und hier die Schweine unten, sehr interessant, werden mit einem Heilzauber perfekt so gesetzt, dass sie genau die eine Luftabwehr auseinandernehmen. Heißt, von oben wurden 2 Luftabwehren hier durch den Golem, durch König, durch Königin besiegt, und von unten mit einem Heilzauber und ein paar Schweinen die dritte Luftabwehr. Heißt, es bleibt nur noch eine einzige Luftabwehr übrig, aber keine Zauber mehr. Aber da eben nur noch diese eine Luftabwehr übrig ist, ist das auch gar nicht mehr so wichtig, denn ein Lavahund tankt und die Ballone brauchen überhaupt gar keine Beschleunigung hier mehr, da es nur noch so wenige Verteidigungen da sind, die sie eigentlich angreifen können. Hier haben wir noch einen X-Bogen, der noch auf sie schießt, aber es ist noch ein Lavahund da. Und hier kommen von rechts noch einmal ein paar Loons, und die Clean-Up-Truppen, die kleinen Lavahündchen und ein paar Minions sind hier schon stark am Werk.
die letzte gefährliche Verteidigung hier ist noch ein Magierturm, der jetzt noch an einem einzelnen Luftballon arbeitet. Der ist jetzt aber auch Geschichte und die Kanone kann dann natürlich auch nichts mehr machen. Also wirklich schon fast zu perfekte Angriffe hier, die eigentlich so meiner Meinung nach auch auf den ersten Versuch zumindest nicht wirklich immer möglich sind. Ein Lavahund, 12 Loons, 2 Lavahunde und ein paar Schweine. Das war von diesem Angriff. Und ihr seht, 30 benutzte Angriffe und 30 gewonnene Angriffe. Also sowas haben selbst wir noch nicht hinbekommen. Man muss sagen, wir haben in diesem CW auch 27 Angriffe gewonnen von 29, aber 30 von 30, das ist schon schwierig, glaube ich. 11 3-Stern-Angriffe sprechen auch für sich. Dass wir nur so wenige 3-Stern-Angriffe gemacht haben, tut hier überhaupt nichts zur Sache, da wir so oder so vermutlich verloren hätten. Mich würde interessieren, was ihr so von diesen Angriffen haltet und ob ihr schon einmal gegen einen ähnlich starken Clan gekämpft habt. Das war's auch schon wieder hier von dieser Episode und ich wünsche euch noch viel Spaß auf Mazes Clash Channel.